Hallo und herzlich willkommen meine Panzerfreunde da draußen. Hier ist mal wieder euer Shellhead mit einem neuen Video und diesmal mit einem etwas besonderen Doppelpack. Wir sehen uns hier auch schon vor uns. Wir haben Orokusaki und Hamato Yoshi aus dem ersten Turtles-Film damals. Und die beiden gab es eigentlich nur in einer kurzen, ein- bis zweiminütigen Sequenz in dem Film relativ weit am Ende, als Splinter seine Geschichte erzählt hatte gegenüber Danny. Und ja, da wurde einfach gezeigt, dass Hamato Yoshi und Orokusaki um die gleiche Frau gekämpft haben und Oroku hat das Ganze dann beendet. Und genau, Hamato ist dabei gestorben, Splinter hat seine ganzen Techniken auch gelernt und ist dann auch, ja, wir kennen die Geschichte, in der Kanalisation auf die vier Turtles getroffen. Das kennen wir alles schon, wir wollen uns heute aber hier um die Figuren kümmern. Wir haben hier Oroku auf der linken, wir haben Hamato auf der rechten Seite. Wir haben hier ganz negatypisch wieder ein bisschen Zubehör, so wie auch die Wechselhände. Der Käfig, ganz wichtig. Wir haben Kampfposen-Splinter. Geh mal ein bisschen näher ran. Wir haben auch Splinter passend zu Sakis Gesicht hier, wo er ihn dann so schwer gekratzt hatte. Wir haben auch Wechselarme zusätzlich zu den Händen und hier sieht man auch schon, dass man, also ich gehe davon aus, wir werden das auch gleich sehen, wenn ich das auspacke, ich gehe mal davon aus, dass man die Robe an sich wechseln kann, so dass man hier die bekleideten Arme hat oder hier im nackten Oberkörper, so wie er dann auch Splinter niederstreckte. Ansonsten haben wir hier wieder das klassische Packaging. Wir haben diese dunkelgrüne Box, das kennen wir schon. Haben wir schon ein paar Mal gesehen, Shadow Warriors, sehen wir es auch nochmal. Wir haben hier die Produktionsfotos, wir kennen es auch aus dem Film, die vier Turtles. Hier haben wir an der Seite nochmal was. Also hier haben wir ein ganz, also ganz klassische Verpackung, wie wir das auch die letzten Male schon haben. Und jetzt würde ich euch mal noch, bevor wir auspacken, ein kleines Video zeigen. Wir haben ja dann doch schon eine ganze Menge Figuren aus dem ersten Film gesehen. Ja, wir haben hier Splinter, Shredder, den Fußsoldaten, Danny Pennington, April O'Neil, die Babys, Casey Jones, oben links Super Shredder, die vier Turtles und nochmal das Doppelpack mit Casey und Raphael. Ja, aus dem ersten Film. Hier geht es mit dem zweiten Film weiter. Hier haben wir Toka Raza und Super Shredder nochmal. Ja, also da gibt es eine ganze Menge. Tatsu ist ja bereits schon angekündigt. Zumindest in der Produktion, Kino genauso, aber man fragt sich, wie weit möchte Neckar noch die Kuh melken? Also ich meine, wie wäre es mit dem Pizzatypen, der die Pizza in die Kanalisation gebracht hatte? Ja, oder Chief Durns, der Polizeichef, Aprils Chef, warum nicht? Ja, also es gibt hier so viel, vielleicht auch der Mann, der über die Straße läuft. Man weiß es nicht, was Neckar uns alles noch so zeigen wird. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um das, was wir hier vor uns haben, denn das packen wir jetzt mal aus. Wir fangen ganz klassisch wieder mit dem Innenleben an. Wir haben hier ein nettes Diorama mit der Kanalisation im Hintergrund. Das ist aber gar nicht so weiter spannend. Was spannend ist, dass wir wirklich, wirklich viel Zubehör haben. Ich werde jetzt hier einfach mal alles aufbauen. Wir haben den Käfig. Schwupps. Da ist jetzt der Boden noch extra, weil wir nämlich hier, ja, guck mal, ob die Kamera mitmacht, genau, hier ist Kampfposen, Splinter und hier ist Spring ins Gesicht, Splinter. Die legen wir mal hier hin. Die haben beide unten so ein kleines Loch, damit die hier so drauf passen. Können wir hier mal Splinter Nummer 1, okay, das ist, klingt jetzt doof, aber das Loch in seinem Hintern ist nicht groß genug. So, geht einigermaßen. Wir haben auch eine ganze Menge Waffen dabei. Katanas, Bowstaff, also fast das gesamte Sortiment. Alles schön Plastik. Wir haben auch Nunchakus mit, richtig mit Kette. Und dann haben wir auch noch welche mit Gummiband. Genauso, ich glaube, hier sind die Tongtongs. Ich glaube ja.
Die lege ich mal hier mit hin. Also wirklich eine ganze Menge Zubehör. Hier haben wir die Arme. Die waren bei Hamato Yoshi mit dabei. Und die Halbnackten hier. Man hat, sieht es auch hier noch so ein bisschen. Das passt gut zu Shredder selber. Schön detailliert. Und eine Robe gibt es extra. Und dann haben wir auch noch hier einen Wechselkopf. Am Ohr ist ein bisschen Bemalung daneben gegangen, aber optisch wunderbar getroffen. Sieht wirklich gut aus. Hier können wir das auch wieder normal auswechseln. Und dann fangen wir mal an. Hier haben wir die beiden Figuren. Ach, jetzt habe ich es gerade genommen. Jetzt steht er nicht mehr. Stehen. Nein, hält nicht. Bleibt stehen. Moment, schiebe das mal ein Stück zur Seite. Also, Hamato Yoshi haben wir hier. Und der nicht stehen wollende, aber freundlich guckende Roku steht jetzt auch. So, hier haben wir die beiden. Ja, die sehen sich natürlich im ersten Blick etwas ähnlich. Ich muss auch immer noch mal hingucken. Aber im Großen und Ganzen sind es an sich recht ähnliche Figuren auch natürlich. Wir haben jetzt hier die Arme, die jetzt hier schon dran sind. Die gibt es hier nochmal. Also wer zwei halbnackte Männer kämpfen lassen will, der kann das auch machen. Man kann auch die Robe, wie gesagt, ändern. Und jetzt kommen wir mal zur Bewegung. Wir haben hier, ja, leichte Bewegung haben wir hier im Torsobereich. Genauso wie hier geht es nochmal vor und zurück. Beine gehen nicht zur Seite. Dafür ein Stück vor, ein Stück nach hinten. Wir haben hier wieder die Doppelgelenke. Füße. Die Füße sind ganz interessant, weil man kann sie so leicht nach links und rechts und man kann auch den machen. Für eine Ninja-Pose geht es leider nicht, wenn man die wirklich, naja, per Fußtritte kämpfen lassen möchte. Das funktioniert nicht ganz so gut. Hier mal ein Blick von hinten. Die Figur steht auch ein wenig schräg, deswegen kommt dieser Ausschnitt hier so ein bisschen seltsam. So, so viel zu Hamato. Hier heißt Saki. Auch hier die Arme. Da haben wir hier das gleiche nochmal. Ja, also das passt dann auch zu beiden, nicht nur zu dem einen. Wir haben auch hier wieder Doppelgelenke. Haben wir bei Hamato in den Armen auch. Die Doppelgelenke, die sind posetechnisch eigentlich wunderbar. Man kann damit gut kämpfen sozusagen. Man kann auch eine schöne Angriffsposition darstellen. Schade ist das wirklich, dass die Beine nicht nach links und rechts hochgehen. Das wäre richtig gut gewesen für die, die das gerne so aufbauen und aufstellen. Arme ansonsten lassen sich ja gut bewegen. Und wir haben an sich die gleichen Beine, gleichen Füße. Die Wechselhände passen natürlich dann auch zu beiden. Und das nehme ich mal kurz zur Seite. Wir können ja jetzt hier die Arme jeweils rausnehmen. Klack, klack. Man sieht es hier schon. Und jetzt gucke ich mal. Ja, genau. Man kriegt auch hier die Robe ab. Aber, bin mal so frech, Kopf geht auch ab. Und dann kommt die Robe irgendwann auch hinterher. Ist halt Gummi. Rutscht nicht ganz so gut. Ich nehme es mal kurz zur Seite. Klack, klack, klack. So, und wie wir hier sehen, wir haben denselben Oberkörper. Wir haben also zweimal komplett dieselbe Figur, bis auf die, oder der eine Kopf hier, plus die Wechselköpfe bei Saki hier. Nett. So, ich mache die Robe wieder drauf. Wir werden also jetzt nicht testen, wie Hamato mit der Robe aussieht, weil das sehen wir ja dann hier schon. So, das rutscht gut. Was wir aber mal noch machen können, wir können Sakis weniger freundlichen Kopf drauf machen. So, zum Kopf übrigens hier, bewegt sich wunderbar vor und zurück. Also die Figuren lassen sich wunderbar posen, bis auf die Beine. Das wäre noch ganz cool gewesen.
wenn man das noch hinzugefügt hätte. Aber so. Klack, klack, klack. Ach, das klappt nicht. Okay, der Arm will hier noch nicht. Jetzt will er. So. Und weil wir ja hier die zwei Filmfiguren haben, wollen wir natürlich auch gucken, ob das vom Film her auch hinhaut. Okay. Es hält, wenn ich meinen Finger dran halte. Auf den Bildern sah es ein bisschen so aus, als würde er alleine halten. Vielleicht kann man den Schwanz hier auch so reinmachen. Okay. Puh. Sieht dann eher aus wie ein Haustier. Das hält jetzt nicht ganz so gut. Aber interessant ist das wirklich, dass dieses kleine Ding hier überhaupt dabei ist. Das ist wirklich lustig. Hier haben wir, muss ich noch kurz auf die Kamera warten. Nein. Hier haben wir Kampfposen Splinter und der kommt jetzt hier mal in den Käfig unten rein. Das geht auch, klack, ganz gut. Leicht gummiert, aber ein tolles Detail. Also ich glaube, dass das nicht so einfach zu produzieren ist hier. Und dann können wir das hier so reinhängen. Und dann hat Hamato auch sein Haustier mit da. Und genau. Kommen wir mal noch zu einem kleinen Vergleichstest. So, zum einen haben wir hier Batman vs. Ninja Turtles Shredder. Größentechnisch hauen sie in etwa hin. Dann haben wir hier mal noch einen kleinen Nostalgievergleich. Kaufen wir dann doch immer noch ganz gerne ein paar ältere Sachen. Hier haben wir Archer von Small Soldiers. Das würde ganz gut eigentlich reinpassen, weil das ist ja, könnte genauso gut ein Mutant darstellen. Sieht aus wie Tokas entfernter Cousin. Besser im Universum passt natürlich hier unser Raza mit rein. Stellen wir mal hier mit hin. Ja, da haben wir mal auch größentechnisch hier einen guten Vergleich. Shredder hier. Also die passen ganz gut mit rein, sind jetzt auch nicht ganz so klein von der Größe. Das ist wunderbar. Und genau, da sind wir schon am Ende schon wieder angekommen von meinem neuen Video von Orokusaki und dem Hamato Yoshi Doppelpack mit reichlich Zubehör, interessanten Zubehör, auch wirklich schön detaillierten Zubehör. Bin ich sehr begeistert, wie das mit dem Gesicht hier gemacht wurde. Vielleicht hier auch noch mal eine kleine Nahaufnahme. Das ist auch die Bemalung ist super. Das mit dem Käfig ist ein super, super cooles Detail. Und wie gesagt, wir haben hier zwei Figuren, die 1 bis 2 Minuten in dem Film kurz zu sehen waren. Ich glaube, die kamen, ich weiß nicht, ob die letztes Jahr sogar schon rauskamen, aber die sind schon eine ganze Weile in den USA verfügbar. Ich glaube, das war auch wieder so ein Walmart Exclusive. Bei uns sollen sie jetzt zwischen diesem und nächsten Monat kommen. So ist es erstmal angekündigt. Wir wissen das aber, wie es ist. Die meisten Sachen kommen eh später. Und ich weiß auch nicht, inwiefern dieses Pack sich jetzt hier verkaufen würde. Aber im Großen und Ganzen finde ich es sehr detailliert. Ich habe jetzt letzten Endes nur 30 Euro bezahlt, plus noch Versand und Zoll, was sich aber wirklich, es war okay vom Gesamtpreis her. Es wird hier in Deutschland teilweise für 100 Euro angeboten. Da war ich jetzt fast bei der Hälfte. Ich hatte jetzt einfach Glück gehabt. Ich habe aber auch schon seit ein paar Monaten immer wieder reingeschaut und da hat es jetzt einmal geklappt. Und jetzt sind sie auch schon da. 2 Wochen gewartet. Mit USA klappt das eigentlich immer ganz gut. Und genau, wer also Lust hat, hier sein Teenage Mutant Ninja Turtles Film Nummer 1 Figurenset noch so ein bisschen zu erweitern, der hat jetzt hier noch die Möglichkeit. Schaut mal bei eBay rein, schaut mal bei den deutschen Shops rein. Eventuell ist da demnächst auch was verfügbar. Ein sehr, sehr wirklich gut bemaltes und schön detailliertes Set. Und bin ich wieder sehr begeistert, was NECA da gemacht hat. Und da sind wir auch noch gespannt, was so die nächste Zeit passiert. Über den Sommer sind ja noch ein paar Sachen angekündigt. Und da läuft das ja immer, immer weiter. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht. Ansonsten bis bald mal wieder.